Silber. Das ist noch eine goldene. Sharp Mind haben wir hier. Eine Comedy-Serie, um irgendeinen Richter. Ist auch eine richtige Serie. Hier sind wir die lachende Maske, steht für Comedy. Da müssen auch mindestens 8 Dollar geboten werden. Barbara Salisch erzählt Witze darüber. Was steht hier? A Crazy Escape Artist. Ja, der ist aus der Klapsmühle ausgebrochen, steht hier. Genau. Na, who breaks out of an asylum and reaches a small town where he... Und wird dort zum Richter. Also ein Verrückter, der als Richter alles arbeitet. Klar. Das ist ja, ja. Eine witzige Idee eigentlich. Wer war Roy Bean? Richter Roy Bean. Gibt's das wirklich? Lilly Langtree. So, genau. Das sind also die alles Shows, klar, um die es geht. So, das hier, The Bold and the Rest. Das geht irgendwie um das Leben von Heather, also totaler Müll offensichtlich. Doku-Soap-Müll. Hier haben wir auch das Reality-Zeichen. 4 Dollar. Ist das auch nur wert? Und hier geht es darum, dass es Ensemble, also sozusagen, dass man eine ganze Crew sozusagen hier hat. Quasi arbeitslose Jugendliche casten. Kannst du in eine Jury setzen von der Castingshow? Genau. Danny Hu, ein arbeitsloser Schauspieler, der versucht, zurück ins Business zu finden. Also der ist total abgehalftert. Der kostet nur 3 Dollar mindestens. Ein Schauspieler, der nichts kostet, aber offenbar auch jetzt nicht der große Anzieher bei der Quote ist. So. Gibt es auch Karten, wo die Schauspieler dir was bezahlen, damit sie mal wieder was machen? Das gibt's nicht, ne? So minus 3 Dollar oder so. Ich will nicht fragen, was du mit so einem ganzen Teenie-Ensemble vorhast. So, und der arme Schlucker hier. Die sind erfolgreicher, als man denkt. Der bringt sie groß raus, ne? Den mache ich zum Superstar. Das ist für meine Allzweckwaffe. Der ist Moderator, Schauspieler, Stuntman. Der kann alles. Der kann sogar singen, glaube ich. Ja. Montag sende ich Happy Smile. Eine lustige Serie über einen berühmten Zahnarzt. Okay. Gut. Bei Beckmann TV gibt es am Freitag richtig auf die Augen, nämlich Fight Club. Mhm. Krimiserie, ne? Nein, da gibt es auf die Fresse im Käfig. Nee, hier steht Pistole. Also ja, Action. Action, ja. Aber da gibt es, das ist richtig, das ist alles echt. Dann gibt es bei mir am Mittwoch Sharp Mind. Das ist der weggelaufene Irre, der jetzt Richter ist. Jetzt Richter. Roy Bean. Ja. Wer hat Lilly Langtree beleidigt? Ich verurteile euch alle zum Tode. Ja. Die Movie Awards, und zwar, oh Gott, das ist ja auch, oh mein Gott, die langweiligste Parade auf dem roten Teppich. Ja, alles klar. Ja, das gibt's bei mir nämlich am Dienstag und den Fight Club, den unterstütze ich am Freitag durch Danny. Who the fuck is who? Den bringe ich ganz groß raus. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.